Steig ein in den Volocopter und mach es dir im Cockpit bequem. Du betätigst den Hauptschalter, das Display des Bordcomputers begrüßt dich und zeigt dir einen vollständigen Statusbericht über den Zustand des Geräts. Noch ist kein Laut zu vernehmen. Langsam schiebst du den Schubhebel nach vorn. Die Elektromotoren fangen leise an zu surren, du schwebst nur knapp über dem Boden. Noch etwas mehr Schub und du steigst senkrecht in den Himmel auf. Nun drückst du den Steuerknüppel leicht nach vorne. Das Fluggerät nimmt Fahrt auf. Kinderleicht fliegst du eine Kurve, die Steuerung reagiert spontan und präzise. Nach einem Ausflug in die Umgebung, wo du deinen Ort mal genauer von oben betrachtet hast, landest du auf dem Punkt genau wieder an der Stelle, wo du gestartet bist. Ruckzuck sind die Flügel zusammengeklappt und der Volocopter wieder in der Garage geparkt. Nur noch den Stecker einstecken, um den Akku in kurzer Zeit an der eigenen Solaranlage wieder aufzuladen. Diese Vision, die habe ich im Herbst 2010 formuliert. Das waren so meine Gedanken, mit denen das ganze Projekt anfing. Ich habe dann übers Internet den Stefan Wolf kennengelernt und wir haben beschlossen, wir bauen einfach mal einen Prototyp von einem senkrecht startenden und landenden Fluggerät, rein mit Elektromotoren angetrieben. So haben wir uns dann also getroffen und Anfang 2011 beschlossen, okay, das machen wir jetzt. Nach einem halben Jahr Bauzeit haben wir diesen Prototyp erstellt. Und es hat also gar nicht lang gedauert, da haben wir also auch den ersten bemannten Flug damit gemacht. Dieser Volocopter hat 16 Rotoren, Entschuldigung, das ist der erste Prototyp, der rein elektrisch auch angetrieben wurde. Wir haben vorher ein paar unbemannte Lasttests gemacht, aber nachdem dann klar war, es funktioniert alles, habe ich gesagt, okay, ich setze mich da jetzt rein und ich fliege damit. Gesteuert wird das Ganze mit einer Modellbau-Fernsteuerung. Ich habe die Fernsteuerung um den Hals hängen und habe also selber drin sitzend nicht mit der Modellbau-Fernsteuerung gesteuert. Dieser Flug, der hat 1,5 Minuten gedauert. Ich bin nicht hochgeflogen. Das war rein, um zu zeigen, dass das Prinzip funktioniert. Danach ging es dann erstmal rund. Die weltweite Berichterstattung überschlug sich. Unser Video wurde in der ersten Woche schon 1 Million Mal angeklickt. Und inzwischen sind es schon knapp 10 Millionen Mal, dass das Video angesehen wurde. Besonders stolz bin ich auch auf die Verleihung des Lindbergh-Preises für Innovation. Links zu sehen der Erik Lindbergh, der Enkel von Charles Lindbergh, des berühmten Atlantiküberquerers. Dort werden gelegentlich Projekte ausgezeichnet, die besonders innovativ sind und mit Elektroantrieb in der Luftfahrt zu tun haben. Auch ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde haben wir dann irgendwann mal gemerkt, hoppla, wir stehen ja im Guinness-Buch. Das war gar nicht beabsichtigt, manche Leute machen das ja mit Absicht. Wir wurden davon überrascht. Eine grundlegende Frage, wenn man so einen Rotorflieger konstruiert, ist, wie viel Rotorfläche spendiere ich dem Gerät? Wenn man sehr viel Rotorfläche verwendet, kommt man mit sehr wenig Leistung aus. Dieser Muskelkraft-Hubschrauber oder Multicopter kann also mit 500 Watt einen Menschen in die Luft erheben. Das ist sehr geringe Leistung. Dafür belegt er halt eine ganze Turnhalle und es muss absolut windstill sein, sonst wird er davon geblasen. Also das ist so das eine Ende des Spektrums, was man erreichen kann mit extremem Leichtbau und mit einer entsprechenden Auslegung mit großer Rotorfläche. Auf der anderen Seite gibt es diese Jetpacks, die ja auch mit Rotorantrieben funktionieren, aber nur eine sehr kleine Rotorfläche haben. Dadurch brauchen sie eine enorme Leistung, also 150 kW braucht man, um mit einem solchen Jetpack zu schweben. Das heißt also, man muss auch entsprechend leistungsfähigen Antrieb dort haben. Alles, was man jetzt irgendwie an Rotorfläche und Größe, an der Struktur einspart, muss man in Gewicht in diesen Antrieb investieren und entsprechend halt auch die Menge an Treibstoff bzw. elektrische Energie mitnehmen. Das heißt, ich habe dazu einige Berechnungen angestellt und
Meiner Meinung nach ist jetzt dieses Konzept von diesem Volocopter VC1 optimal, um ein praxistaugliches, alltagstaugliches Fluggerät zu entwickeln. Wir können mit 20 kW Schwebeleistung, können wir damit also in der Luft bleiben. Das ist deutlich mehr als dieser Muskelkraft-Hubschrauber, aber wesentlich weniger als ein Jetpack. Und man hat dort eine sehr gute Balance, also zwischen Gewicht, Leistung und Fläche im Endeffekt. Ja, ich glaube, das ist der Traum vom fliegenden Auto, den viele schon geträumt haben und der auch diesen Hype sozusagen begründet, warum wir so viel Zuspruch weltweit erhalten. Rechts im Bild aus dem Film Das fünfte Element, wo halt auch Autos in drei Dimensionen durch die Städte fliegen. Es ist nicht ganz klar, wie der Antrieb funktioniert. Wahrscheinlich ist es irgendeine Art von Antigravitationsantrieb. Solange wir sowas noch nicht haben, müssen wir halt tatsächlich auf Aerodynamik zurückgreifen. Und da kommt eigentlich nur ein Rotorflieger in Frage. Heutzutage sind die Rotorflieger, die sich allgemein durchgesetzt haben, sind die Hubschrauber. In solchen Megacities, zum Beispiel wie Sao Paulo, jeder, der sich irgendwie leisten kann und wenig Zeit hat, fliegt mit dem Hubschrauber von einem Hausdach zum anderen, von einem Geschäftstermin zum nächsten, weil die Straßen so hoffnungslos verstopft sind, dass man Stunden bräuchte, um dort durchzukommen. Und ich habe mal eine Zahl gelesen, ungefähr 900 Hubschrauberflüge am Tag in Sao Paulo. Das ist natürlich auch, das macht eine Menge Lärm. Es verbraucht eine Menge Energie, es ist nicht besonders effizient. Wenn man diese Flüge durch elektrobetriebene Flüge ersetzen kann, also das wäre schon mal ein großer Fortschritt und das ist auch durchaus ein potenzieller Markt für uns von Evolo. Bei meinem ersten Vortrag hier vor 2 Jahren, da habe ich ein bisschen so unsere Vorläufer, unsere historischen Vorläufer vorgestellt. Das will ich jetzt heute nicht tun. Inzwischen haben wir selber Luftfahrtgeschichte geschrieben und es gibt eine ganze Menge Nachahmer, die also nach unserem Erstflug dann aufgetaucht sind. Die Firma Hyundai macht auch immer solche internen, so eine Art Tech-Days, wo die Mitarbeiter halt irgendwelche interessanten Projekte vorstellen und da wurde so ein Gerät vorgestellt, was also wirklich frappierend diesem VC1 ähnelt, auch 16 Rotoren. Die wurden jetzt hier noch mit Verkleidungen versehen. Die Hoffnung ist, dass man also dadurch weniger Energie braucht, durch solche verkleideten Propeller. Ich denke, das ist eine Milchmädchenrechnung. Man kann denselben Effekt auch erzielen, indem man die Propeller einfach etwas größer macht. Diese Verkleidungen haben den entscheidenden Nachteil, wenn man damit etwas schneller fliegen will, dann machen die auch einen gewissen Luftwiderstand. Und dadurch ist der Vorteil eigentlich wieder zunichte gemacht. Das heißt, wir haben ganz bewusst auf diese Verkleidungen verzichtet. Das ist auch vor einem halben Jahr ungefähr durch die Presse gegangen. Eine berühmte Sängerin hat sich auf dieses Gerät schnallen lassen. Im Hintergrund steht der Pilot und steuert mit einer Fernsteuerung. Das fand in einer Halle statt. Es war auch nur ein ganz kurzer Hüpfer, muss ich sagen. Naja, da waren wir mit dem VC1 eigentlich schon wesentlich weiter. Auch die Chinesen arbeiten an solchen Projekten. Dort versucht man es mit Verbrennungsmotoren. Ich glaube nicht, dass er die Betonplatten dann während des Fluges mitschleppen will. Also ich glaube, sehr hoch ist man damit auch noch nicht gekommen. Eine ganz andere Entwicklungsrichtung, die teilweise auch parallel zu unserer Entwicklung stattfindet, das sind sogenannte Hoverbikes. Im Prinzip an Fahrrad- oder Motorrad-ähnliche Teile angelehnt. Man versucht mit 2 Antrieben, mit 2 Rotoren auszukommen, muss das Ganze dann aerodynamisch steuern. Das macht wiederum auch einige Nachteile. Die geringe Rotorfläche, man braucht auch relativ viel Leistung für diese Geräte und die Steuerung passiert mit irgendwelchen Klappen, die halt angesteuert werden müssen. Also etwas anderes Funktionsprinzip als bei unserem Volocopter. Ein anderes Projekt, die renommierte Firma Augusta Westland, hat dieses Projekt Zero als reines Forschungsprojekt betrieben. Ich weiß gar nicht, ob das schon jemals in der Luft war. Das ist ein Kipprotorflugzeug, auch mit Elektromotoren angetrieben.
Es wurde auf einer Airshow mal irgendwann vorgestellt, aber genaueres dazu war auch nicht zu erfahren. Also ob das jemals in der Luft war, ich bezweifle es. Ja, was sind denn jetzt die Vorteile von einem Volocopter? Er kann zum einen wie ein Hubschrauber senkrecht starten und landen. Das ist der zentrale Punkt, was man ja haben möchte, wenn man diesen Traum vom fliegenden Auto sich erfüllen möchte. Bei Hubschraubern ist die Steuerung so kompliziert, dadurch, dass sich halt die verschiedenen Achsen, wenn man in eine Richtung steuert, dann reagiert er 90 Grad dazu versetzt, Phasen verschoben. Und man muss das alles irgendwie ausgleichen und intuitiv in den Griff kriegen. Bei uns ist komplett alles Mikrocomputer gesteuert. Das heißt, die Lageregelung wird vom Computer gemacht und man gibt selber mit dem Joystick einfach nur die Flugrichtung vor. Das heißt, wenn man vorwärts fliegen will, drückt man den Joystick nach vorne. Wenn man seitwärts fliegen will, drückt man ihn zur Seite. Wenn man auf der Stelle drehen will, dreht man den Joystick. Das ist also alles völlig intuitiv und der Volocopter reagiert genauso, wie man das eigentlich erwarten würde. Dadurch, dass er so einfach zu fliegen ist, ist natürlich auch die Pilotenausbildung wesentlich einfacher und günstiger. Es gibt aufgrund der nicht vorhandenen Mechanik so gut wie keine Wartungskosten und dadurch eben auch sehr niedrige Betriebskosten. Rein elektrisch angetrieben, ohne Abgase unterwegs zu sein, das ist vor allem auch für Großstädte sehr interessant. Dort, wo halt die Hubschrauber schon am Fliegen sind, wenn man die substituieren kann, dann wäre das doch prima. Da ist mal der Vergleich. Wir haben also wirklich nur hier einen bürstenlosen Elektromotor und da ist der Propeller direkt draufgeschraubt. Es gibt keine Getriebe, es gibt keine Taumelscheibe, Blattverstellung, Steuerstangen, Schlaggelenke. Alles das, was ein Hubschrauber sehr aufwendig und komplex macht, das brauchen wir gar nicht, weil der Volocopter funktioniert nach einem ganz anderen Prinzip. Die Lageregelung wird rein durch die Drehzahlverstellung der Elektromotoren bewerkstelligt. Das heißt, wenn man also in die eine Richtung fliegen will, wenn man Linkskurve fliegen will, dann geben die rechten Motoren mehr Schub und dadurch entsteht eine Kraftwirkung in die linke Richtung. Das ist also wesentlich einfacher als ein Hubschrauber. Ja, der VC1, den wir also am Anfang gesehen haben, das war für uns eine reine Machbarkeitsstudie. Da haben natürlich viele uns belächelt noch, das ist ja ziemlich roh mit Aluminiumstangen zusammengeschraubt und genietet und der Hüpfball darunter, das sieht ja alles sehr merkwürdig aus. Wir sind dann weitergegangen und haben gesagt, wie müsste denn jetzt ein Zweisitzer aussehen, wenn man jetzt wirklich ein richtiges Luftfahrzeug entwickeln will, was in einer Ultraleichtflugkategorie zugelassen werden kann in Deutschland, wie müsste das aussehen? Und wir haben uns dann doch wieder an bestehenden Designs orientiert. Die Entwicklungsziele waren vor allem also auch das sicherste Luftsportgerät der Welt zu konstruieren. Wie wir das bewerkstelligen, das zeige ich dann später noch. Keinerlei Mechanik und kinderleicht zu fliegen, hatten wir schon. Jetzt kann man so ein größeres Projekt natürlich nicht mehr alleine stemmen. Das heißt, wir haben entsprechende Partner gesucht in Industrie, Forschung und schließlich auch die Behörden, die das zulassen sollen. Der Volocopter VC200, das ist unser aktuelles Modell, ist also für zwei Personen gedacht mit einem Abfluggewicht von 450 Kilogramm. Das heißt also, man sollte auch ein Leergewicht von 300 Kilogramm nicht überschreiten. Das ist schon sehr anspruchsvoll, wenn man bedenkt, dass allein der Akku schon fast 100 Kilogramm wiegt und die ganze restliche Struktur mit Motoren und allem drum und dran dann nur noch 200 Kilogramm wiegen dürfen. Das geht auch nur mit modernsten Materialien, mit Kohlefaser und so weiter. Dieses neue Design, das hat dann 18 Antriebseinheiten, wobei jeder Motor bis zu 4,5 Kilowatt leistet und wir brauchen dann, um in der Luft zu bleiben, 45
Kilowatt Schwebeleistung. Wenn er voll beladen ist, können wir ungefähr 20 Minuten damit fliegen, was schon mal ganz ordentlich ist. Wir hoffen natürlich, dass die Akkus sich weiterentwickeln und dass wir auch in einigen Jahren, wenn wir dort am Markt sein werden, damit die Akkus so gut sein werden, dass man dort auch Flugzeiten von bis zu einer Stunde erreichen kann, rein elektrisch angetrieben. Wie bei anderen Ultraleichtflugzeugen wird auch der Volocopter ein Gesamtrettungssystem haben. Das heißt, es ist ein Fallschirm, der mit einer im Notfall, natürlich immer nur im Notfall, von einer Rakete rausgeschossen wird. Und das ist sozusagen der letzte Rettungsanker, bevor man vom Himmel fällt. Das macht das System auch noch mal sicherer. Das ist bei Hubschraubern zum Beispiel nicht möglich, weil da kann man keinen Rettungsschirm irgendwie in die Luft schießen, wenn sich der Hauptrotor noch dreht. Einer unserer Projektpartner ist die Uni Stuttgart, das Institut für Aerodynamik und Gasdynamik, IAG. Die haben uns einige Simulationen gemacht, weil für die ist das System auch erstmal Neuland gewesen. Also es gibt da viel zu forschen. Die haben bisher an Hubschrauberrotoren vor allem ihre Arbeiten bisher geforscht. Und dann kamen wir an, wie sieht denn das Ganze aus, wenn man jetzt 18 Rotoren hat. Das Ganze wurde im Computer simuliert. CFD steht für Computer Fluid Dynamics. Es ist im Prinzip eine finite Elemente-Methode. Das heißt, der gesamte Raum ist in lauter kleine Würfelchen zerlegt. Man guckt, wie diese einzelnen Luftvolumina sich mit den Nachbarvolumina verhalten und gegenseitig beeinflussen. Und durch viele Iterationen kann man dann halt dieses Gleichungssystem, was also aus Millionen von Gleichungen besteht, lösen. Das braucht sehr, sehr viel Rechenzeit. Also der Großrechner der Uni Stuttgart, der war damit wochenlang beschäftigt, um solche schönen Bilder zu erzeugen, die uns auch einige neue Erkenntnisse gebracht haben. Die Rotoren wurden also von der Arbeitsgruppe in Stuttgart entworfen. Die sind etwas anders ausgestaltet als normale Antriebspropeller für Flugzeuge. Das sind also komplette Neuentwicklungen aufgrund dieser Erkenntnisse, die dort gewonnen wurden. Diese CFD-Simulation mit allen 18 Rotoren, man sieht dort zum einen die Stromlinien, aber auch sowas wie Wirbelzöpfe. Die haben uns durchaus noch das eine oder andere gezeigt, wo wir noch was optimieren können. Die Rotorblätter selber wurden also sowohl in diesem Verbund untersucht als auch einzeln. Man hat ähnlich wie bei einem Hubschrauber, wenn man jetzt mit dem Volocopter schnell vorwärts fliegt und wir wollen bis zu 100 km/h Spitzengeschwindigkeiten erreichen, dann gibt es ein vorlaufendes Blatt und ein rücklaufendes Blatt. Das heißt, dieses vorlaufende Blatt wird schneller von der Luft angeströmt als das rücklaufende und dadurch macht es mehr Auftrieb. Das heißt, bei jeder Umdrehung gibt es einen Schlagmoment. Das muss man natürlich erstmal identifizieren und gucken, wie groß das ist im Vergleich zu einem Hubschrauber. Es ist relativ klein, so dass wir gesagt haben, okay, wir können auf Schlaggelenke wirklich verzichten. Das wird allein durch die Elastizität des Rotors aufgefangen. Nicht nur das Schlagen der Blätter, auch die Torsion. Das heißt, der Anstellwinkel der Blätter verändert sich während jeder Umdrehung des Rotors, die übrigens mit ungefähr 1600 bis 1800 Umdrehungen pro Minute laufen. Ja, aufgrund dieser Diagramme konnte man dann also zum Beispiel erkennen, dass man das Blatt noch an bestimmten Stellen etwas mehr verstärken musste, um diese Torsion etwas zu unterdrücken und diese Werte zu erreichen, die man erreichen wollte. Die Druckverteilung am gesamten Volocopter war in verschiedener Hinsicht interessant. Zum einen konnte man also damit mal berechnen, wie die Frontscheibe hier vorne, wie stark die belastet wird. Aus Gewichtspargründen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt nicht so eine tiefgezogene, sehr schwere Plexiglashaube, wie sie bei Segelflugzeugen üblich ist, sondern wir machen halt eine sehr viel dünnere Polycarbonatscheibe, die aber dann nur zweidimensional gewölbt ist.
kann die Scheibe überhaupt die entstehenden Druckkräfte aushalten? Oder wo ist der optimale Punkt, um jetzt noch Messgeräte, zum Beispiel ein Staudruckmesser, noch unterzubringen? Da sieht man das also hier vorne im Nasenbereich, eine sehr gute Stelle dafür sein wird. Also aufgrund dieser ganzen Berechnungen der Uni Stuttgart, die auch noch nach wie vor laufen, das Dilemma ist ja, man hat auf der einen Seite, will man ja schon mal loslegen und den Volocopter bauen, auf der anderen Seite wartet man schon lange auf die Ergebnisse, die dann ja eigentlich benötigt werden, um überhaupt mal mit der Konstruktion anzufangen. Das beißt sich natürlich ein bisschen. Insofern geht das über mehrere Optimierungsschritte. Das heißt, wir haben einfach schon mal angefangen zu bauen, so wie wir das uns intuitiv vorgestellt haben. Und hinterher zeigen die Berechnungen, okay, das funktioniert gut oder da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Ja, auch die Bild-Zeitung hat über uns berichtet. Sie hat sich weniger jetzt für die Ergebnisse der Uni Stuttgart interessiert, aber ein bisschen Lokalpatriotismus von der baden-württembergischen Ausgabe festgestellt, dass der Volocopter halt an der Uni Stuttgart berechnet wurde. Da war man dann stolz drauf. Mein persönliches Steckenpferd sind die Elektroantriebe und die Motoren. Ich habe also auch die Motoren komplett selber entwickelt, mit finite Elementmethoden, die Flussdichte simuliert oder die Verluste, die entstehen, und da auch mit einigen Iterationsschritten einen Motor entwickelt, der also für den Volocopter optimal geeignet ist. Der Motor, der hat eine sehr hohe Leistungsdichte von etwa 2,3 Kilowatt pro Kilogramm. Das ist also ungefähr 2,5 mal so viel wie übliche Industriemotoren auf die Waage bringen. Unser wichtigster Partner ist die Firma DG Flugzeugbau in Bruchsal. Man kennt sie von den Segelflugzeugen, die sie schon seit Jahrzehnten bauen. Man hat dort sehr viel Erfahrung mit der Kunststoffverarbeitung, insbesondere also auch die Herstellung von CFK-Teilen. Man sieht also hier die beiden Halbschalen für den Rumpf. Dort wird also separat erstmal die Kohlefaser reinlaminiert und hinterher werden die Schalen zusammengesetzt und noch miteinander verklebt. Das sind die Trägerarme. Die Rotoren sind an diesen Armen untergebracht. 6 Arme hat man insgesamt. Man sieht also hier die Form, die wurde auf einer CNC-Fräse sehr präzise gefertigt. Es gibt also auch eine untere und eine obere Halbschale. Und dort wurden dann in Handarbeit diese 6 Arme reinlaminiert. Wir hatten schon seit 2 Jahren diese Computerentwürfe. Wie Sie hier links ist eine Computeranimation zu sehen. Und als dann das erste Mal, also der Volocopter auch auf der Wiese stand, das war wirklich schon ein klasse Gefühl. Und es war hinterher, als wir die Fotos gesehen haben, wenn wir jetzt nicht dabei stehen würden, dann denkt man sich, ja, ist das jetzt auch ein Modell oder ist das jetzt eine Computeranimation? Der Unterschied ist nicht groß. Der Volocopter, der hat hier einen Durchmesser dieses Rotorkreises von 7,20 Meter. Die gesamte Rotorfläche ist natürlich noch etwas größer, einen Rotordurchmesser größer. Das heißt, wir sind bei über 9 Meter Rotorkreisfläche, Durchmesser. Ein einzelner Rotor hat übrigens einen Durchmesser von 1,80 Meter. Also das ist auch schon ein ganz schönes Gerät. Überall Leichtbau angesagt, also das ist ganz wichtig, jedes Gramm zählt in der Luftfahrt noch viel mehr als beim Auto, weil es eben enorm viel Energie braucht, um dieses Gewicht in die Luft zu bringen. Das ist dann auch immer ein Abwägen zwischen, baut man es jetzt noch leistungsfähiger, aber dann wird es wieder schwerer, dann muss man wieder mehr Leistung aufbringen oder versucht man das von vornherein so leicht wie möglich zu machen. Irgendwie ist dieser ganze Konstruktionsprozess immer eine Suche nach dem Optimum.
Man sieht also hier, wie die einzelnen Arme jetzt in den Rumpf eingesteckt werden. Da kann man noch ein bisschen erkennen, das sind alles Kohlefaserteile hier, diese Anschlüsse. Das ist natürlich auch alles berechnet, dass es die Kräfte aushalten kann. Das war das erste Mal, dass wir diesen VC200-Prototyp auch der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Das war im August 2013, also vor einem Dreivierteljahr, wo wir den in Berlin aufgebaut haben. Das ist hier in dieser Halle. Dort wurden wir nämlich nominiert für den Green Tech Award 2013. Der Volocopter schwebt also während des gesamten Abends der Preisverleihung hier über dem Publikum. Wir haben dann zwar in der Kategorie Luftfahrt nicht den ersten Preis gewonnen, der ging dann doch an Airbus, aber wir sind trotzdem stolz darauf, dabei gewesen zu sein. Ziemlich spät jetzt, eigentlich erst im Herbst letzten Jahres, sind wir mit der Firma Ascending Technologies in Kontakt gekommen. Die machen diese Drohnen oder Kameraplattformen sehr professionell. Da sind hochwertige Kameras installiert, die also auch drehen und kippen können für professionelle Luftbildaufnahmen. Das heißt, die Systeme sind auch sehr ausgereift. Die Jungs arbeiten schon seit 10 Jahren an der Entwicklung. Und wir waren also noch längst nicht so weit, wie wir es gerne gehabt hätten. Und wir sind dann übereingekommen, dass wir also das Steuerungssystem von Ascending Technologies verwenden werden, dann für unsere ersten Flüge mit dem VC200. Bisher hatten wir eine Steuerung, die halt ähnlich wie beim Modell einfach nur einen Mikrocontroller enthält. Wenn der Mikrocontroller irgendwie aussetzt, und das ist ja nicht völlig auszuschließen, dann geht gar nichts mehr. Dann kann man das noch nicht mal irgendwie von Hand fliegen. Insofern ist es also ganz wichtig, die Steuerung redundant auszuführen. Man hat mehrere Mikrocontroller. Wir sind immer noch am Diskutieren, wie viel wir nehmen. Also 3 ist mal das Minimum. Andere meinen, man kann auch jedem Motor einen Mikrocontroller spendieren und jeder hat seine eigene Sensorik. Dann hat man 18 völlig redundante Systeme. Also die Redundanz ist das eigentlich Wichtige an diesem Projekt, um es auch sicher zu machen. Und das ist das, was man jetzt an diesem fertigen Prototyp noch nicht sieht. Der sieht ja erstmal fertig aus und der fliegt auch. Aber die Steuerung wirklich so sicher zu machen, dass man sie auch verkaufen kann, das ist noch ein weiter Weg und da haben wir also durchaus noch einige Zeit dran zu tun. Der unbemannte Erstflug mit dem VC200, den haben wir im November 2013, also auch erst vor einem halben Jahr ungefähr, in der Messehalle in Karlsruhe durchgeführt. Also die Messehalle war in der Zeit, fand gerade keine Messe statt, wurde uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt für ein paar Tage. Wir hatten dort reichlich Platz, um tatsächlich unsere ersten Tests durchzuführen. Die Halle war hoch und groß genug, dass man dort also richtig drin rumfliegen konnte. Ja, also diese Flüge fanden ferngesteuert statt. Man hätte sich da natürlich auch reinsetzen können. Wir wurden immer wieder gefragt, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Aber das war zu dem Zeitpunkt, wir haben so viele Erfahrungen damit gesammelt, mit diesen ersten Tests, das reichte uns als Erkenntnisgewinn. Natürlich hätte sich da auch jemand reinsetzen können und hätte ferngesteuert vom Piloten durch die Luft geflogen werden können, aber wozu? Man sieht also auch, dass er sehr ruhig in der Luft liegt. Es sind kaum Vibrationen hier zu erkennen. Also in der Hinsicht wurden unsere Erwartungen voll erfüllt. Wir waren sehr zufrieden mit dem Flugverhalten. Dadurch, dass jetzt niemand mitgeflogen ist, haben wir auch ein bisschen mehr Flugzeit gehabt. Wir haben also ungefähr 10 Testflüge gemacht. Hier sieht man, wir haben noch einen Sack Schrauben vorne mit reingelegt, um den Schwerpunkt etwas nach vorne zu bewegen, so wie man es denn auch in der Realität hätte.
vom Geräusch her klingt das ganz anders als ein Hubschrauber. Es war durchaus relativ leise. In der Halle ist natürlich eine ganz andere Akustik als draußen. Aber was man sagen kann, es war angenehm. Also mit einem Verbrennungsmotor hätte man wesentlich mehr Krach dort gemacht. Ja. Danke. Dann waren wir auf der Aero. Die Aero ist die Luftfahrtmesse in Europa, wo wir inzwischen jetzt auch seit 3 Jahren jedes Jahr irgendwie mit dabei waren und irgendwas vorgestellt haben. Dieses Mal in der E-Flight Expo, also es waren alles Elektroflieger hier mit Solarzellen teilweise, konventionelle Flugzeuge, die aber mit Elektromotoren angetrieben wurden. Und der Volocopter war dort einfach der Hingucker. Wir haben auch ein neues Cockpit inzwischen entworfen mit neuen Projektpartnern. Sind diese Glascockpits, nennt man es, also diese Fluginstrumente mit integriert. Das heißt, dort wird alles an Statusinformationen angezeigt, was man während des Fluges braucht. Man hat außer der vorgeschriebenen Geräte eigentlich keine weiteren Instrumente mehr. Das macht das Cockpit eben auch sehr übersichtlich und im Endeffekt einfach zu bedienen. Ein paar Worte zu unserer Finanzierung. Also wir haben das Ganze als Hobbyprojekt mal gestartet und angefangen, aber es wurde schnell klar, wir gehen da jetzt weiter. Und wir sind 4 Firmengründer der Evolo GmbH. Ich bin einer von denen. Wir haben also erstmal Privatkapital dort reingesteckt in der Größenordnung von 100.000 Euro, um diese Entwicklung erstmal anzuschieben. Da wurde aber schnell klar, es wird noch mehr Geld gebraucht, wenn man jetzt so eine komplexe Entwicklung auf die Reihe kriegen will. Wir hatten ein ZIM-Projekt beantragt, das ist also ein Förderprogramm des Bundes, wo Projektkosten in der Größenordnung von 2 Millionen Euro gedeckt wurden. Zusätzlich haben also auch die Industriepartner selber Geld mit investiert, indem sie uns einfach Propeller, den Rumpf, Komponenten zur Verfügung gestellt haben, ohne dass wir die bezahlen mussten. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet und das Kapital, was wir sozusagen bis Ende dieses Jahres in das Projekt investiert haben werden, dann landen wir bei ungefähr 5 Millionen Euro. Das ist schon eine ganze Menge, aber wenn man überlegt, dass man eigentlich ein völlig neues Fluggerät entwickelt, ist das Peanuts. Also wenn da eine große Firma wie Airbus sich dran gemacht hätte, da hätte man noch eine 0 oder 2 dran gehängt. Eine interessante Art der Finanzierung, die also in den letzten Jahren immer mehr Popularität erlangt hat, ist das Crowdfunding. Wir haben also mit der Firma Seedmatch, die größte Crowdfunding-Plattform in Deutschland, nach diesem Erstflug im November ein Crowdfunding gestartet, was auch wiederum alle Rekorde gebrochen hat. Also wir waren das erfolgreichste Crowdfunding in Europa bis dahin. Wir haben also die Funding-Schwelle von 100.000 Euro, das ist sozusagen da, wo es überhaupt mal losgeht, die haben wir nach wenigen Minuten erreicht und die Endschwelle von 1,2 Millionen schon in unter 4 Tagen. Normalerweise läuft so ein Crowdfunding 60 Tage. Und also das zeigt nochmal, dass das Evolo-Projekt allgemeine Zustimmung und Anerkennung findet und dass auch Leute bereit sind, ihr Geld dort reinzustecken und die glauben an uns. Wir sind jetzt in einer Phase, wo schon viel zu sehen ist und auch schon was fliegt. Aber ich habe schon angedeutet, es gibt noch viel zu tun, vor allem die redundanten Bordcomputer. Es braucht ein Netzwerk, wie diese Bordcomputer auch miteinander kommunizieren sollen, welche Daten sie austauschen sollen. Das ist eine Menge Softwareentwicklung. Das heißt, die Hardwareentwicklung ist jetzt zu einem sehr großen Teil schon passiert, aber die Softwareentwicklung ist noch ein sehr großer Brocken, der noch vor uns liegt. Auch die Anbindung des Flightsticks oder Joysticks, das muss erst noch passieren. Bisher lief das ja alles per Fernsteuerung. Auf der Hardware-Seite hat sich gezeigt, gut, wir können durchaus noch ein bisschen mehr Leistungsreserve gebrauchen, auch
gerne Akkus mit höherer Energiedichte, immer gucken, was es noch für neuere Akkus am Markt gibt, um einfach auch mehr Flugzeit erreichen zu können. Also da ist auch noch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial. Auch noch ein Wort über das Fly-by-Wire. Das ist zwar bei den großen Flugzeugen ist das ja gang und gäbe. Ein Airbus wird halt auch mit solchen drahtlosen Joysticks gesteuert. In der privaten Fliegerei ist das ein absolutes Novum. Das war bisher überhaupt nicht denkbar, dass es in der privaten Luftfahrt sowas wie Fly-by-Wire geben kann. Das war völlig ausgeschlossen von den Zulassungsregularien her. Also auch da haben wir Novum eingeführt, was ja erst noch geprüft werden muss, was diskutiert werden muss mit den entsprechenden Behörden auch. Ansonsten, ja, jedes Gramm zählt. Es gibt immer noch irgendwo Gewicht einzusparen durch verbesserte Produktionsmethoden, durch vielleicht andere Materialien, durch eine etwas andere Konstruktion von Details kann man immer noch mal ein paar Kilogramm rausholen. Und das wird getan in nächster Zukunft. Danach müssen von dem Fluggerät dann am Fluggerät Belastungstests gemacht werden, sowohl statisch als auch dynamisch. Das heißt, es wird wirklich eine Flugerprobung durchgeführt, wo verschiedene Flugmanöver auch ausgeführt werden. Da wird zum Beispiel getestet, wie ist das jetzt mit einem schnellen Steigflug? Welche Steigwerte kann man erreichen? Wie ist das im Sinkflug? Und so weiter und so weiter. Das ist auch eine Menge Arbeit, die dort noch ansteht. Dann die Zusammenarbeit mit den Behörden. Die oberste Behörde, die für uns zuständig ist, ist das Bundesverkehrsministerium. Dort untergeordnet das Luftfahrtbundesamt und schließlich die Ultraleichtflugverbände, in dem Falle der DULF, der Deutsche Ultraleichtflugverband. Wir saßen alle an einem Tisch und haben im Dezember 2012 schon beschlossen, gut, das machen wir. Wir wollen diese Fluggeräte in Deutschland etablieren. Das heißt, wir müssen uns die entsprechenden Regularien dafür ja erstmal ausdenken. Es muss sowas wie Bauvorschriften geben. Wie muss so ein Fluggerät namens Volocopter denn überhaupt beschaffen sein? Welche Festigkeitswerte müssen eingehalten werden? Welche Geschwindigkeiten dürfen erreicht werden? Welche Flächenbelastungen sind vorhanden? Und so weiter und so weiter. Das muss alles ausgearbeitet und schriftlich fixiert werden. Die Pilotenausbildung ist ein wichtiger Aspekt, weil man soll das ja hinterher fliegen dürfen. Und da muss man dem Ausbilder natürlich auch erstmal sagen, wie sowas fliegt und worauf man achten muss, wie das Verhalten in bestimmten kritischen Situationen ist. Das ist alles anders als bei anderen Fluggeräten. Aber auch das lässt sich alles irgendwie testen und schriftlich fixieren. Der dritte Punkt ist die Flugbetriebsordnung. Das heißt also, wo darf man überhaupt damit starten und landen? Ich meine, meine Vision vom Anfang ist, im Grunde genommen möchte ich sowas in der Garage stehen haben und ich starte damit direkt von meiner Einfahrt aus los und fliege zum Einkaufscenter oder zu meinem Geschäftstermin und lande dort. Aber so einfach ist es in Deutschland nicht. Das heißt, im ersten Schritt wird man natürlich einen Flugplatzzwang haben. Da ist dann auch festgelegt, auf welchen Flugplätzen gestartet und gelandet werden darf. Ja, das alles spielt in diese Flugbetriebsordnung mit rein. Auf jeden Fall ist klar, dieses Erprobungsprogramm ist gestartet und es gab ja schon andere Luftfahrzeugklassen im Ultraleichtflugbereich. Zuletzt waren das 2003 die Gyrocopter, die ja auch einen richtigen Boom ausgelöst haben in den letzten 10 Jahren. Diese haben genau das gleiche Programm durchlaufen. Und wenn so ein Programm erstmal gestartet ist, dann stehen die Chancen sehr gut, dass das dann auch durchgeführt wird und dass man dann in einigen Jahren jeder, der diese Lizenz erwirbt, damit fliegen darf. Ja, unsere Meilensteine. Vom Baubeginn
bis zum Erstflug des VC-1 verging ungefähr ein halbes Jahr. Vom Baubeginn des VC-200 bis zum Erstflug war es ein bisschen länger, aber auch noch überschaubar. Es waren, glaube ich, 18 Monate oder so. Wir sind jetzt hier an dieser grünen Linie. Und das sind unsere weiteren Ziele, die Flugerprobung, die Zulassung. Und ungefähr so ab 2016 planen wir die Produktion einer Nullserie, also die ersten 10 Stück, die dann eben an entsprechende Flugschulen erstmal verkauft werden, damit überhaupt die Ausbildung stattfinden kann. Wie es dann weitergeht, nun ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, das ist ein sehr flottes Vorgehen. Und wir haben hier unten zu sehen diverse Ausstellungen und Auszeichnungen erhalten. Wenn das so weitergeht, wenn man das jetzt versucht zu extrapolieren, also Evolo wird mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren wieder weitere Maßstäbe setzen. Erstmal vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt durchaus noch ein bisschen Zeit. Ich lasse mal noch als Zugabe dieses Video laufen. Das ist eine Animation, die haben wir relativ am Anfang schon erstellt. Also hier einige der Möglichkeiten, die man mit dem Monocopter hat. Im Prinzip kann man den in der Luft parken. Man kann den irgendwo stehen lassen, kann damit eben die Rettungseinsätze durchführen. Nach erfüllter Mission kann man den per Fernsteuerung wieder abrufen zu seiner Position hin. Er kommt dann angeflogen. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Das soll demonstrieren, wenn jetzt mehrere Antriebe ausfallen, dann merkt man das kaum. Das System funktioniert auch, wenn einige Antriebe ausgefallen sind. Das sind alles ein paar nette Ideen. So, nun bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Mikrofon gleich weiter. Okay, ich habe eine Frage, die ist von dem Vergleich Paraglider zu Drachenfliegern motiviert. Und zwar ist es so, wer ohne Training mit dem Drachenflieger versucht loszufliegen, hat eine sehr hohe Chance, beim Erstflug zu sterben. Mit dem Gleitschirm ist es tatsächlich so, wenn man den Start schafft, wenn man ihn nicht schafft, dann guckt man komisch, weil man in den Kuhfladen gefallen ist. Aber wenn man ihn schafft, man kann so ein Ding mehr oder weniger beim ersten Mal einfach nur, wenn man es sich hat erklären lassen, fliegen. Und Ihr System sieht eigentlich genauso aus, als ob eigentlich sozusagen jeder Dieb, der es nie gelernt hat, trotzdem glücklich auf und davon fliegen könnte. Ist das so? Das hoffen wir doch. Also natürlich, es gehören trotzdem einige Fähigkeiten dazu und Pilotenkenntnisse. Das heißt, man muss sich in den Lufträumen auskennen, man muss wissen, wo man fliegen darf und wo man nicht fliegen darf. Das heißt, es sind schon Fähigkeiten gefordert, die man erstmal erwerben muss. Aber rein von der Steuerung her, denke ich, ist nicht schwieriger als Autofahren lernen und das lernt man auch sehr schnell. Eine Frage, Sie haben, wie es mir vorkommt, die Bedeutung der mitgeführten Energie etwas untertrieben oder schwach dargestellt, aber für ein fertiges Produkt müssten Sie doch eine höhere Energiedichte in den Akkus haben, zwar eine deutlich höhere. Gibt es da aus der Industrie oder der Industrie, mit der Sie Kontakt haben, irgendwelche Timelines, können die Ihnen versprechen, was für Batterien, was für Akkus es in 2 Jahren, wenn Sie Ihre Nullserie starten, oder in 5 Jahren gibt?
Natürlich gibt es da eine Menge Versprechungen und es gibt viel Forschung in dem Bereich. Also wir sind da sehr gespannt drauf, was da noch kommt. Im Moment hat man Labormuster, die also durchaus bis zu 10-facher Energiedichte haben als die jetzigen Akkus. Nur ist es von einem Labormuster bis zu einem serienreifen Produkt natürlich auch noch ein weiter Weg. Vor allem, was eben dann auch Haltbarkeit angeht, Lebensdauer. Ja, also wir spekulieren einfach darauf, dass wir dann in ein paar Jahren, wenn der Monocopter wirklich zu kaufen ist, dass dann die Akkus auch so gut geworden sind, dass es eine interessante Flugzeuge gibt. Auf der anderen Seite, die Nichtpiloten, wenn die hören 20 Minuten Flugzeit, dann denken sie, ja, was soll man mit 20 Minuten? Die Hubschrauberpiloten sagen, 20 Minuten, das reicht doch vollkommen aus, da kann man doch viel machen, länger fliege ich mit meinem Hubschrauber eh nicht. Na, also auch da gehen die Meinungen auseinander und wir sind mit 20 Minuten schon gar nicht so schlecht. Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Welchen Preis streben Sie an für den Volocopter? Und die zweite Frage, in Ihrer Animation oder in dem Video, da war jetzt noch ein zusätzlicher Rotor gezeigt, der hinten sozusagen aufsitzt und für den Vortrieb sorgt. Den habe ich jetzt in den Bildern nicht gesehen. Ja, dieser zusätzliche Rotor, der ist vor allem dafür gedacht, wenn man hohe Geschwindigkeiten erreichen will. Normalerweise wird die Geschwindigkeit dadurch erreicht, dass der Volocopter nach vorne kippt und dann vorwärts fliegt. Das heißt, für hohe Vorwärtsgeschwindigkeit braucht man hohe Kippwinkel. Das wollen wir irgendwo limitieren und dadurch ist auch die Geschwindigkeit begrenzt. Da kann man also mit einem zusätzlichen Heckrotor höhere Geschwindigkeiten erreichen. Wir wollen das noch testen, aber im Moment hat das keine Priorität. Es wurde in diesen Designentwürfen schon mal angedacht, aber im Prototyp erstmal noch nicht realisiert. Zum Preis. Gut. Das werden wir letztendlich sehen, wenn der in Produktion geht. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Kosten wir dann haben werden und wie das überhaupt vertrieben werden soll. Und das ist zu früh, da jetzt noch wirklich endgültige Zahlen zu nennen. Aber es wird sicherlich in der ähnlichen Größenordnung liegen wie andere Ultraleicht-Hubschrauber in dieser Leistungsklasse. Das heißt um 200.000 Euro. So sieht ja so aus, als ob der badische Teil Baden-Württembergs mal wieder für eine Innovation in Sachen Mobilität sorgen wird. Haben Sie daran gedacht oder ist daran gedacht, einen autonomen Flugraum zu etablieren? Also ich sage mal so, keine Ahnung, 200 Meter über Baden-Württemberg mit Car2Go bzw. Movil, wie ja die neue Strategie von Daimler heißt, könnte man doch hier den Schwaben zumindest ins Nachbarausland Bayern oder eben nach Baden fliegen. Und wenn es dann abstürzt, dann ist es halt, wie auch immer. Ist sowas angedacht, weil ich finde, so eine autonome Flugeinheit, also für Patiententransporte, für ja, wichtige Dates, interessant. Also so eine Software müsste man ja parallel entwickeln. Die deutsche Flugsicherung hat da sicher auch eine Meinung. Ist sowas denkbar? Weil ich glaube, das, was wir da gesehen haben in diesem Film, das wird ja nie funktionieren. Die Dinger crashen ja wahrscheinlich. Also selbst wenn da die Anti-Gravitationsantrieb wahrscheinlich Antiporters steht, aber die können ja nicht autonom fliegen, die Dinger. Wir haben das heute Morgen nach dem Vortrag von dem Herrn von Daimler schon überlegt, ja, ist es eigentlich einfacher oder schwieriger, sowas dreidimensional in der Luft zu machen? Schwieriger vielleicht insofern, gut, man hat einfach noch eine Dimension mehr, eine Raumachse mehr, um die man sich kümmern muss. Einfacher insofern, in der Luft ist viel weniger los. Dort oben, da gibt es weniger Hindernisse als auf der Straße. Das heißt, es gibt auch keine Ampeln, die man erkennen muss. Das heißt, es kann sein, dass es sogar durchaus einfacher ist, solche Assistenzsysteme für Fluggeräte einzuführen. Aber auch da gelten die gleichen Fragezeichen, die man auch auf der Straße hat. Wie sieht das mit der Produkthaftung aus? Wie sieht das überhaupt rechtlich aus? Das ist ein weites Feld. Also die Ideen sind da, die Technik ist da. Wir können, dadurch, dass wir ohnehin alles Mikrocomputer gesteuert haben, müssen wir gar nicht irgendwelche Aktuatoren einsetzen. Wir können einfach an unsere Controller andocken und dort halt noch diese Steuerungsebene draufsetzen. Das ist aber auch ein so weites Feld, da wollen wir uns also noch nicht vergaloppieren. Das ist einfach zu früh, damit jetzt das umzusetzen. Ich habe noch
Ich habe noch eine Frage zur Energiedichte. Haben Sie auch über Brennstoffzellen nachgedacht? Ja, Brennstoffzellen war auch mal in der Diskussion. Im Prinzip alles, was man so an Möglichkeiten zur Verfügung hat, von Hybridantrieben. Man kann dort sicherlich höhere Flugzeiten erreichen. Die Frage ist nur, um welchen Preis? Zum einen gerade mit Brennstoffzellen. Die Komplexität des Systems wird wesentlich größer. Die Leistungsdichten von Brennstoffzellen sind auch nicht so, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wenn wir jetzt eine Dauerleistung von, ich sag mal, 50 kW haben wollen, dann wiegt die Brennstoffzelle mit allen Nebenaggregaten also schon wesentlich mehr als das, was wir jetzt für den Akku haben. Der Wasserstoff selber, der wiegt dann nicht mehr viel. Aber also wir haben es durchkalkuliert und sind zu dem Ergebnis gekommen, für diese Anwendung ist die Brennstoffzelle nicht sinnvoll, weil nicht leistungsfähig genug. Hybridantrieb mit Verbrennungsmotoren, das ist durchaus eine Variante, die wir uns vorstellen können. Da laufen also auch Studien in der Richtung. Aber meine persönliche Meinung ist, diese ganzen Hybridantriebe, das wird eine vorübergehende Erscheinung sein für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Irgendwann wird es leistungsfähige Akkus geben und dann wird man nicht mehr mit Verbrennungsmotoren rummachen wollen. Das macht keinen Sinn mehr dann. Tesla zeigt heutzutage schon, dass es geht, dass es für Autos machbar ist. Und wir haben die Hoffnung, dass wir dann irgendwann die Akkus zur Verfügung haben werden, dass wir rein elektrisch fliegen können. Ich habe noch eine Frage zu der Zulassung bzw. zu dem, der Landebeschränkung auf Flugplätze. Sie saßen ja dann mit den entsprechenden Behörden am Tisch und inwieweit gab es da schon Ansätze in die Richtung, dass man auch, sag ich mal, auf großen Privatgeländen oder auch Firmensitzen oder auf was weiß ich, Dachterrassen oder sowas dann landen könnte, oder wurde da stark abgeblockt? Oder, also es ist klar, man muss jetzt erstmal anfangen und schauen, wie es erstmal läuft, aber so, wenn man dann nochmal 10 Jahre in die Zukunft schaut, kann man sich das vorstellen? Naja, also erstmal wird man sich an dem orientieren, was für andere Ultraleichtflugzeuge gang und gäbe ist. Und da ist die Vorschrift, nur auf ausgewiesenen Flugplätzen starten und landen zu dürfen. Natürlich sind sich die Behörden auch darüber im Klaren, dass da auch gerade der Volocopter neue Möglichkeiten eröffnet, aber damit fängt man auch nicht an. Darüber diskutiert man dann mal, wenn der wirklich fliegt und wenn man damit Erfahrung gesammelt hat. Und ich denke mal, es ist eine Entwicklung, die sich kaum aufhalten lassen wird. Also wir, wenn wir uns vorstellen, die nächsten 5 bis 10 Jahre, da wird so ein Volocopter halt eine Randerscheinung sein. Aber irgendwann, sagen wir in 30 oder 50 Jahren, da wird sicherlich der Individualverkehr auch in die Luft gegangen sein, in einem viel stärkeren Maße, als wir das heute haben. Ja, vielen Dank. Jetzt gibt es eine halbstündige Pause und dann geht es weiter mit Cyber Security und Cyber War hier in diesem Raum.